Hallo, ich bin Michael Vogt. Ich bin Grafikdesigner, Illustrator und ja, Lebenskünstler. Ich bin Olaf Hensel und ich zeichne auch. Ich mache Illustration hauptberuflich. Mein Name ist Andreas Schmidt-Rabenau. Ich bin Grafiker, Layouter. Immer gezeichnet, weil ich denken kann. Als kleines Kind irgendwelche Rollen vollgezeichnet von irgendwelchen Plottern von meinem Vater. Ich habe immer gezeichnet. Ich weiß nicht warum. Die ersten Zeichnungen, die ich kenne von mir, da war ich irgendwie 3 oder 4. Ich könnte mir das nicht vorstellen ohne. Also, ja. Eigentlich glaube ich, das sagt fast jeder, dass man nicht wirklich einen Grund dafür hat. Sondern dass das im Grunde keine Wahl gibt. Man zeichnet. Andere, weiß ich nicht, verausgaben sich beim Sport oder so und ich mache halt das. Das ist einfach, ich muss das machen. So, das ist irgendwie, ja, weiß auch nicht. Wenn ich das eine Zeit lang nicht mache, dann ist das irgendwie komisch und ich fühle mich unausgeglichen. Also, was hat auch mal Robert Crumb gesagt, dass ich mir das kopiere, aber stimmt eigentlich. So ist das eigentlich bei mir auch. Also, ich muss irgendwie zwischendurch mal so was machen, sonst. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Wichtigste an der Ausstellung war für mich, dass man von dritten Personen Feedback kriegt über die eigenen Sachen. Weil die Freunde, die sagen immer, das ist alles toll, aber die dritten Leute, da hat man neuen Input bekommen. Was ich auch fand bei der Ausstellung, dass wir irgendwie uns als zu dritt auch, also wenn man sich zu dritt irgendwie in sowas aussetzt, ist das nochmal was anderes, als wenn man eine eigene Ausstellung macht. Ich glaube, wir da ergänzen uns ja auch in unserer Unterschiedlichkeit ganz gut, weil wir doch alle irgendwie ein bisschen was anderes machen, was dann in einem Raum gemeinsam wieder eine ganz andere Wirkung entfalten kann. Aber ich finde, das wirkt in dem Raum zwar unterschiedlich, aber es war das. Ja, das war doch eine Gesamtheit. Ne? Passt ja. Ja, das war schon gut. Wird auch wieder gut. Glaube ich auch. Machst du überhaupt mal was Neues? Ich werde ein paar Sachen, die ich für die letzte Ausstellung gemacht habe, die ich aber nicht ausstellen konnte, weil der Platz nicht da war, die werde ich hinstellen oder aufhängen. Und dann will ich natürlich auch ein paar Sachen neu machen. Ich merke gerade, dass ich so andere Farbgeschichten mache und auch vielleicht mal ein bisschen mit Acrylfarbe im Hintergrund solche Geschichten probiere ich gerade aus. Und das macht mir gerade Spaß. Zeig eigentlich das, was ich letztes Jahr auch ähnlich gezeigt habe. Das machen die anderen, glaube ich, auch. Ja, ich mach neue Sachen. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich noch nicht gezeigt habe. Aber irgendwie das meiste wird neu sein.